Du kannst auch im Krafttraining meditieren. Ja. Jetzt denkt er wieder, um Himmels Willen, was erzählt er mir da? Der Mr. T aus Karlsruhe spinnt und erzählt mir irgendwas von Meditieren und Krafttraining. Nee. Da steckt wirklich was sehr, sehr, sehr Interessantes dahinter. Und zwar, wir haben alle durch die Reihe, durch die meisten auf jeden Fall, haben bedingt durch Beruf, Familienleben, alles mögliche außenrum, haben wir schon sehr oft Stressmomente. Negativen Stress, positiven Stress, einfach viel, was auf uns eingeströmt kommt. Und wir haben den Sport, wir machen Kraftsport, wir haben unseren Ausgleich. Aber uns fehlt noch ein ganz wichtiger Ausgleich. Und dieser wichtige Ausgleich ist Entspannung. Yes! Und zwar Yin und Yang. Anspannung und Entspannung in der gleichen Ebene, in der Waagschale. So dass es eines andere ergänzt, dass wir auf der einen Seite nicht zu viel Spannung haben und natürlich in der Regel zu viel Entspannung haben, die wenigsten. Da gibt es für mich einen ganz wichtigen Tipp, einen tollen Tipp, den berücksichtige ich selber auch immer. Und zwar, das ist meditatives Training. Was ist meditatives Training? Ganz einfach. Schaut mal. Wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Indem wir im Fitnessstudio meditativ unser Training gestalten. Das bedeutet, dass wir erstens mal, ganz wichtig, unsere Bewegungsausführung etwas langsamer ausführen. Nicht mehr hier diese schnellen, hektischen Bewegungen, diese Hamsterradbewegungen, raus, wenn wir ins Studio kommen, wenn wir ins Studio gehen, raus aus dieser Taktung, die wir den ganzen Tag haben im Geschäftsleben, selbstständig oder haben einen guten Job, wo einfach viel abverlangt wird, sind wir immer in so einer hohen Taktung, in so einer hohen Frequenz. So Techno, boom, 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 den ganzen Tag. Und wir gehen weg vom Techno und gehen rein in die klassische Musik. Das war eine Eselsbrücke, Freunde. Rein in die klassische Musik bedeutet, wir nehmen mal ein bisschen Tempo raus und da fangen wir an, dass wir Übungen eben nicht mehr in diesen ich bin aus der Flucht, sondern habt ihr das gemerkt? Allein schon, wenn ich das jetzt mache, kommt schon eine wahnsinnige Entspannung. Und zwar, wir achten auf unseren Atem und wir bewegen uns bewusst langsam. Bewusst langsam, ganz bewusst. Denn nämlich nur der, wo seine Bewegungen bewusst langsam ausführt, der hat auch eine maximale Kontrolle über die Muscle-Brain-Connection. Ihr trefft den Zielmuskel exakt und zwar ganz genau auf den Punkt. Hat nur Vorteile. Die langsame Bewegung hat natürlich auch noch einen Vorteil, dass ihr, wenn ihr Muskelaufbau seid, im richtigen Zeitfenster landet. Im richtigen Zeitfenster für Muskelaufbau. So, also bis jetzt nur Vorteile. Jetzt kommt noch was dazu. Wenn ich meditativ trainiere, versuche ich alles außenrum, alles was außen ist, ob da eine nette Lady im Fitnessstudio rumläuft, mit einem String, was weiß ich nicht, was alles, mit einem großen Ausschnitt interessiert mich nicht. Interessiert mich überhaupt gar nicht, sondern ich bin im Training. Ich konzentriere mich nur auf meine Bewegung. Und ich achte auf meinen Atem. Und ich achte auf meinen Zielmuskel. Wo möchte ich denn überhaupt trainieren? Und jetzt kommt das Wichtigste, was ich oft mache. Ich schließe die Augen dabei. Kniebeuge. Was passiert, wenn ihr euch extrem auf das konzentriert, was ihr da macht, dann habt ihr einen gewaltigen Vorteil. Ihr kommt raus aus der tagtäglichen Gedankenschleife. Ihr kennt das Hintergrundrauschen. Ihr seid die ganze Zeit am irgendwas nachdenken, wie mache ich das, im Geschäft war das, wie verändere ich das Problem mit meiner Frau, mit meinen Kindern. Das läuft den ganzen Tag im Kreis herum, eine Endlosschleife. So. Was brauchen wir? Wir brauchen einmal Ruhe vor uns selbst. Das heißt, ich schaffe es dreimal in der Woche, viermal in der Woche,
Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Ich mache was für meinen Körper, ich trainiere, ich baue Muskeln auf, ich betreibe Gewebestraffung, ich betreibe Austausch, das ist völlig egal. Schaffe es aber, 3 bis 4 Mal in der Woche, 1 bis 1,5 Stunden Freizeit zu haben, und zwar geistige Freizeit vor mir selber. Und ihr dürft mir gerne glauben, wenn ihr das hinkriegt, da geht ihr nach dem Training raus und seid völlig entspannt. Seid richtig tief entspannt, obwohl ihr Kraftleistung vollbracht habt, und zwar maximale Kraftleistung, und ihr seid wieder offen, ihr habt die Akkus geladen, ihr seid wieder bereit für den tagtäglichen Ablauf, wieder mit Vollgas an euren anderen Projekten zu arbeiten. Deswegen, meine Freunde, ich kann euch nur empfehlen, probiert es aus. Für den einen oder anderen hört sich das jetzt alles ein bisschen Räucherstäbchen-Guru an. Probiert es aus, und ich garantiere euch, der es schafft, sich so auszuklinken, so sich mit seinen Übungen und mit seinem Atmen zu verschmelzen, der schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe. Er wird definitiv eine höhere Muskelaufbaurate haben, er wird definitiv eine bessere qualitativ hochwertige Muskulatur erreichen und ein richtig geniales Bodyfeeling, ein richtig geniales Körpergefühl. Freunde, das war's wieder von Andreas Triebmacher, Personal aus Karlsruhe, zum Thema deine Fitness, dein meditatives Training.